Hallo ihr Lieben, würde euch heute gerne berichten wollen von dem The New Cobbles. Ich musste da selber gerade mal überlegen. Das heißt, also das ist in Essen, also im Ruhrpott, im tiefsten Ruhrpott. Und das hat was mit Kohle zu tun. Deshalb auch dieser Name. Ich wusste das vorher auch gar nicht, ne? Ja, also ein sehr schönes Hotel, das muss man sagen. Also sehr stylisch, wirklich. Also alles sehr modern, sehr jung, sehr hip auch. Und aber trotzdem bequem, ne? Also nicht nur zum Angucken, sondern dass man das auch benutzen kann, bewohnen kann und leben kann damit, ne? Und da drin. Nein, das hat mir sehr gut gefallen. Das muss ich wirklich sagen. Das war sehr besonders. Das Zimmer hatte auch nichts, also man hatte nichts zu bemängeln. Es war alles da. Schöne Betten, sogar mit 3 Kissen waren da gewesen. Dann war gewesen ein Sitzsack, also kein Sessel in dem klassischen Sinne, sondern ein Sitzsack. Ja, dann, also für den Sessel, und das war auch okay. Dann das Badezimmer, das war eins der besten Badezimmer überhaupt. Das war eine sehr, sehr große, ebenerdige Dusche. Mit Handtüchern und Schaumbad und Duschgel. Also das hat an nichts gefehlt, da leider der Kosmetikspiegel. Also da habe ich auch gedacht, wieso? Ne? Ja, also der hat wirklich gefehlt. Aber ansonsten, das war wirklich sehr schön. Auch das Zimmer sehr stylisch. Leider muss ich sagen, also das hat das Ganze wirklich runtergezogen. Ganz viele Flecken auf dem Teppich, also auf dem Boden. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Wirklich, also übermäßig viele Flecken, ne? Weil das hat man ja immer, wenn noch so Teppichboden ist. Aber das war wirklich ganz krass, ne? Ganz viele. Es sah fast so ein bisschen aus wie Wachsflecken, als wenn da irgendjemand, obwohl da gar keine Kerzen waren, ne? Dass jemand vielleicht das privat gemacht hat und dann, also es war schade. Ne? Das fand ich wirklich schade, weil die Zimmer waren sehr schön, sehr besonders. Und man hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Auch das Badezimmer sehr besonders, auch sehr stylisch, sehr modern und ja, und trotzdem komfortabel, ne? Also ganz wichtig, ne? Nicht nur zum Angucken, ne? Weil das ist auch wichtig, ne? Ja, dann der Fernseher war sehr gut dimensioniert, auch modern. Dann sehr kompetentes und professionelles Personal. Es war sehr alles, also sehr sauber alles, bis auf halt, wie gesagt, die Flecken. Nur das war ja, der Teppich war trotzdem sauber, nur die Flecken kriegst du halt nicht mehr raus, ne? Dann ein sehr, sehr gutes Frühstück, auch mit frischen Bäckerbrötchen und Rührei, also warmen, also auch ein warmes Frühstück. Also ja, es gab nichts zu mängeln da. Nee, das kann ich wirklich so sagen. Also wir waren sehr zufrieden gewesen, bis auf den Kosmetikspiegel. Das ist immer so, man will dann in den Spiegel gucken und dann hast du ein Waschbecken davor. So, dann ist das aber so groß, dann, also ich bin Brillenträger und dann ist das sehr weit weg. Also ich muss dann aber trotzdem nah gucken und deswegen brauche ich diesen Kosmetikspiegel eigentlich, ne? Und ich meine, der kostet ja nur ein paar Eurochen, ne? Ist einfach vergessen worden, ne? Vielleicht ist er auch jetzt schon wieder dran gemacht worden in den Zimmern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne? Nichtsdestotrotz würde ich auch jederzeit wieder dahin fahren. Ne? Also nicht wegen einem fehlenden Kosmetikspiegel da nicht hin. Ne? Nein, also ich kann das wirklich empfehlen. Preis-Leistungs-Verhältnis war stimmig. Dann Parkplätze waren vorhanden, kostenpflichtig. 14 Euro für einen Tag, also für 24 Stunden. Ja, und ansonsten kann ich wirklich nur berichten, dass alles in Ordnung gewesen ist. Zimmer war sehr gut gewesen, Badezimmer war sehr gut gewesen, Frühstück war sehr gut gewesen, ja, das ganze Hotel. Und man hat sich da wohl gefühlt, ja. Also wir haben sogar noch dann abends einen Cocktail getrunken, da, das hatten die auch, da, das hat auch sehr gut geschmeckt. Auch da waren sie kompetent und ja, also wirklich, das muss ich echt sagen. Ich kann das nur weiterempfehlen und ja, bedanke mich für das Zuhören und Zuschauen. Ja, meine Lieben, dann sage ich bis bald und tschüss.